Willkommen zu Kita Today, unserem fast wöchentlichen Kita-Format. Mit mir, wie so häufig, meine sehr geschätzte Kollegin, Frau Rechtsanwältin Edith Trenner. Hallo, und der sehr geschätzte Kollege Rechtsanwalt Holger Klaus. Wir sind die Kita-Rechtler und wir haben gerade versucht, einen Podcast zu machen, was nicht funktioniert hat. Zwischen Berlin und Dänemark hat es anscheinend gewisse atmosphärische Störungen gegeben, deshalb dieses Video, ja. Wobei die Störung nicht in Dänemark lag. Nee, die lag eher so in Berlin bei gewissen Internetanbietern und insofern. Ist ja auch alles Neuland. Das ist alles Neuland, daran muss man sich erst gewöhnen. So, jetzt zum Video in der Hoffnung, dass das besser funktioniert. Denn ein Urteil eines Arbeitsgerichtes hat uns aufhorchen lassen, weil man das so prima auf den Kita-Alltag übertragen kann. Denn was ist denn, wenn sich eine Erzieherin, ein Erzieher dabei erwischen lässt, dass man nachträglich an den Akten, vielleicht einer Entwicklungsdokumentation oder an einem Entwicklungsbericht oder an der Aufzeichnung über die Medikamentenabgabe, sich nachträglich da so ein bisschen manipulativ, ich glaube, so ist das richtig sprachlich, sich so ein bisschen betätigt hat. Was kann da so alles einem blühen? Da kann einem ganz schönes Ungemach blühen, wie jetzt dieses Landesarbeitsgericht tatsächlich sogar schon, war schon zweite Instanz, festgestellt hat. Heißt also, worum ging es in dem Fall? In dem Fall ging es tatsächlich um eine elektronisch geführte Akte. Und in dieser Akte, da hat also eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter festgestellt, Huch, ich habe da vielleicht was falsch gemacht, das könnte jetzt doof sein für mich, könnte falsche Rückschlüsse oder auch richtige Rückschlüsse auf mich ziehen lassen. Ich ändere das jetzt einfach mal ganz schnell nachträglich und das hat dann der Arbeitgeber mitbekommen und hat gesagt, nee, das ist ja so relevant, dass diese Akte tatsächlich die Wahrheit widerspiegelt, so wie sie, wie die Tatsachen sich eben darstellen und nicht hinterher geändert wird. Und deswegen wurde hier die fristlose Kündigung ausgesprochen. Und dagegen hat sich diese Mitarbeiterin oder dieser Mitarbeiter gewehrt und hat krachend richtigerweise verloren. Denn hier, und deshalb war das auch gerade unsere Einschränkung, ging es nicht um irgendwas Banales. Hier ging es in diesem Fall, aber auch in unserem Beispiel, tatsächlich um sehr wichtige Aufzeichnungen. Die Entwicklungsdokumentation eines Kindes ist erstmal per se wichtig, weil sie wirklich den Kern des auch Bildungs- und Dokumentationsauftrages einer Einrichtung berührt. Dann haben wir vielleicht in meinem Beispiel gerade eben die Medikamentenabgabe. Wer hat wann was wie gemacht? Das ist auch extrem wichtig, um gegebenenfalls Rückschlüsse ziehen zu können, wenn mal was nicht funktioniert hat. Und wenn man da in dem Bereich heimlich versucht, etwas zu kaschieren, etwas besser aussehen zu lassen, als es vielleicht in der Realität war, dann begeht man eine Täuschung des Arbeitgebers, der Leitung, des Trägers. Und das berührt wieder immens den Vertrauensbereich, also den Vertrauensbereich, den ein Arbeitgeber gegenüber seinen ArbeitnehmerInnen haben darf. Und wenn der verletzt wird, dann bedeutet es fristlose Kündigung unter Umständen, denn die fristlose Kündigung sagt aus, dass der Arbeitgeber der Auffassung ist, es ist ihm unzumutbar, weiter mit dieser Person zusammenzuarbeiten. So, jetzt aber hören wir ja immer auch in diesen Videos, naja, dass man doch eigentlich immer erst abmahnen müsste. So frei nach einem Schuss habe ich umsonst. Einmal darf ich es ja versuchen und dann kommt halt die Abmahnung ins Haus. Ganz so ist es nicht. Ganz so ist es nicht. Ja, es gibt natürlich sozusagen alles, was was verhaltensgesteuert ist. Das muss erstmal grundsätzlich abgemahnt werden, weil man davon ausgeht, okay, wenn ich jemandem sage, das ist übrigens falsch, was du da machst, dann wird diese Person ihr Verhalten schon anpassen. Aber es gibt halt Bereiche, die sind so immens wichtig und so relevant, da kann man sich als jemand, der etwas falsch macht, nicht darauf verlassen, dass man erstmal diesen Warnschuss bekommt, sondern es muss einem klar sein, okay, wenn ich da erwischt werde, dann ist tatsächlich, dann ist es richtig übel für mich und dann kann es halt eben auf die fristlose Kündigung hinauslaufen. Und in dem Fall saß das Landesarbeitsgericht so und auch das Arbeitsgericht saß so. Heißt also, ja, grundsätzlich Abmahnung, aber nicht in jedem Fall. Wenn es also so gravierend ist, dann nein.